So, und weiter geht's bei Super Mario 3D World. Und jetzt besiegen wir gleich ein paar Nestle Magikoopas. Genau. Ja eben, was soll das überhaupt, Nintendo? Was würde unsere ehemalige Nestle-Ministerin dazu sagen? Warum bin ich echt klein? Boah, ich war schon wieder komplett lost. Sag mal, was denkst du, was würde unsere ehemalige deutsche Nestle-Ministerin wohl dazu sagen, dass sie hier nicht Maggie Cooper, sondern Kamek genannt werden? Was soll das auch? Keine Ahnung, die würde sagen, Oder vielleicht beides. Ja, genau. Wir haben im letzten Part über irgendwas... Digga, das ist keine 2 Minuten her, ich hab's vergessen. Die Namen von Nintendo-Charakteren und Nintendo-Charaktere im Allgemeinen. Wir gehen ins Casino, du darfst. Ich erzähle. Also, die Namen von Nintendo-Charakteren und was die sind. Es gibt ja die Koopalinge. Und in originalen... Ich bin mal leise. Fuck, voll reingeschissen. Oha, richtig schlecht. Schlecht ja, bist du. Ja, nicht besser, Quatsch, nicht schlechter als du letztes Mal. So, doch, ich habe immerhin 200 gekriegt. Stimmt, fuck. Ja, genau, die Koopalinge. Und im originalen Mario und Luigi Superstar Saga, also im ersten RPG mit den beiden, da wurden die Bowser-Brut genannt, also Bowsers Kinder, was aber dann später von Nintendo verneint wurde. Also es sind jetzt irgendwie doch nicht seine Kinder. Das ist auch wieder sowas. Was? Ja, dass sie sagen, dass es das eine ist und dann ist aber das andere. Ja, scheiße, hä? Und ja, direkt wieder lost bis zum geht nicht mehr. Oh, kann ich den diesmal besiegen? Den Geldbeutel. Komm her. Hier. Yeah. Hallo, stirb doch. Also, let's go. Warte, ich will die Goombas umbringen. Why? Als ob die mich jetzt zweimal treffen. Laber mich nicht zu! Stirb jetzt! Ja, egal. Der letzte. Ich lasse den nochmal laufen. So. Genau. Maggie Goombas. Achso, genau, die Goombas bestehen dann aus Nesquik oder was? Demnach. Was? Keine Ahnung. Mann, wieso bin ich heute so dumm? Weiß auch nicht, warum du meine ganzen tollen Jokes nicht verstehst. Ja, keine Ahnung. Oh, hey, Mann. Das war meine. Ja, genau. Ich glaube, ich halte meinen Controller zu sehr ins Mikro, oder? Kann das sein? Weiß ich nicht. Aber das sind wir von mir eh schon gewohnt, das mache ich ja öfters. Ich höre nicht so genau auf das, was du... Digga, Fisch. Gerade bei meiner einen Mario Kart-Folge hier mit der Controller-Cam, da war es ja richtig übel, weil da hab ich das Ding ja tatsächlich direkt vors Mikro gehalten. Mach mit Racing Wheel. Wieso geht's hier nicht hoch, WTF? Sieht voll danach aus. Hier geht's, glaub, hoch. Ja. Warte mal, sind das nicht diese Fischgegner, die ich in den 2D Marios nicht auffressen, aber töten? Wollen immer von links nach rechts schwimmen und respawnen, wenn du sie killst? Ich glaub. Keine Ahnung. Oh, das sieht geil aus. Das sah schon immer geil aus. Das ist echt episch. Nintendo, mehr davon. Ja, klar. Aber wie ich schon im letzten Part gesagt habe, ich hätte gerne mehr Mario und Luigi RPGs. Gescheite, weil der 5. Teil, ich habe den zwar nicht gespielt, aber von dem, was ich gesehen und gehört habe, baut er halt schon sehr stark darauf auf, rumzurennen und irgendwelche dummen, inkompetenten Toads zu fangen. Und das ist, glaube ich, nicht lustig. Und ich kenne halt den ersten Teil und den zweiten so wirklich. Und den dritten habe ich Let's Plays gesehen. Und ganz ehrlich... Die sind halt schon richtig geil. Also das ist richtig Quality. Das ist einfach was anderes. Das ist aus einer anderen Zeit einfach von früher. Und heutzutage, ja, gibt's sowas einfach nicht mehr.
Ja, ich kann da nicht richtig mitreden. Ich habe noch nie ein Mario RPG gespielt. Ja, aber sowas wie Paper Mario auch. Ich meine, meine Katze läuft gerade draußen rum, sehe ich gerade im Fenster. Also wenn ich das jetzt so bewerten würde von dem, was ich bisher davon gesehen habe, würde ich jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass Sticker Star schlecht ist. Das scheint auch ein sehr geiles Spiel zu sein. Aber es ist halt anders wie die, wie zum Beispiel Paper Mario 2. Da hat Domtendo ja auch vor nicht allzu langer Zeit sein Let's Play neu gemacht. Digga. Du hast meine Krone geklaut und ich habe es nicht geschafft, sie zurückzuholen. Und ja, das Let's Play sah schon mega nice aus, muss ich sagen. Ja, also basierend darauf würde ich sagen, ist schon ein sehr geiles Spiel. Es ist natürlich halt anders als die neueren Spiele. Und deswegen denke ich, gibt's da, kann man schon auch berechtigt sagen, dass man das eine oder andere nicht so gut findet, weil sie halt unterschiedlich sind. Und demnach kann es halt sein, dass man das eine, wo bin ich, ach hier, präferiert und das andere halt nicht. Aha, ich habe den Grünstein geholt. Allerdings würde ich jetzt nicht sagen, dass eines von diesen Spielen generell schlecht ist. Achso, stimmt, die Schwimmsteuerung ist ja auch hier nicht wie in Odyssey. Ach man. Nicht anders. Ich kümmere mich um die Geldbeutel. Ah nein! Die Münzen ein. Geld. Okay, nein! Ich... Nein, da waren ein paar Münzen. Nein! Digga, was war das, das denn? Ich hab dich umgebracht. So völlig ganz verdient, casual. Völlig korrekt. Ey. Bam. Weil wegen dir konnten wir das Geld schlecht. Nicht mehr einsammeln. Schlecht. Da kommt halt wieder die Geldgeilheit zum Vorschein. Ja. Und warte, spiel du mal weiter. Ich kümmere mich um meine Katze. Die ist schon wieder zu blöd. Für alles. Ich werde jetzt genau... Du machst ja eh. Rate die Anzahl Augenbrauen, die ich jetzt hochziehen werde. Okay, ist einfach weg. Ist das hier was? Nee. Okay. Warte, das ist geil. Das ist ein Supra Mairocrat Level und das hier. Ja. Ja, ja. Warte mal, das ist 5. Ey, das immer. Das fällt mir hier auf, dass immer die Level versteckt sind oder erst freigeschaltet werden müssen mit der chronologisch richtigen Reihenfolge. Vorhin war das zweite Level blockiert mit dem Block. Das 6er ist hier drüben. Okay. Bin übrigens okay. Wieder da. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich warte mal hier. Jetzt habe ich vorhin gesagt, du sollst raten, wie viele Augenbrauen ich hochziehen werde. Sag mal. 2? Nee. Eine? Vielleicht. Okay. Ich würde sagen, wir gucken mal hier, bevor wir dann Supra Mairocrat, habe ich schon gesagt, spielen. Och Gott, was ist das? Ich dachte, hier kommt irgendein Level. Ja, irgendwie so ein Untergrundlevel hätte ich jetzt auch erwartet. Ja, nein, ich. Was hatte ich eigentlich erwartet? So ein Zug, irgendwas. Ach, whatever. Ja, schön. Das geht schnell wieder rein. Verschwende nicht so viel Zeit. Schön doch keine Zeit, Digga. Hallo, 944,1 GB frei auf Laufwerk D. Was willst du von mir? Ja, du verstehst meine Späße auch nicht, ja? Nee. So sieht's aus. Ja, ich wäre einfach nur Mario und Luigi wieder. Und ich finde es auch scheiße, dass sie keinen Remake gemacht haben von Mario und Luigi 2, sondern nur vom 3. und 1. Das ist Abfuck. Fuck, nein, meine Krone! Du hast sie einfach geklaut. Kann das sein, dass Krone. Ja, was soll ich denn machen, außer springen, sag mal. Halt. Oh yes, wir machen Super Mario 64 Slide. Oh nein! Ich und meine Schwester haben da mal Text dazu erfunden. Der Text bestand aus einem Wort. Ah, halt! Warte, da ist so eine. Der Text bestand aus einem Wort, nämlich Fuck. Und wir haben einfach nur Fuck gesungen. In der Melodie. Schön. Ha. Immer wieder. Ich hab ihn. Über das Wort. Mein Grünstern. Shit, ja. Den letzten hol ich mir. Nein, was für Druck. Nein, und du bist nein, auch lost. Nein, nein. Das wäre deine Chance jetzt zu sagen, unser Grünstern.
Aber du bist wohl doch kein Kommunisten-Toad. Bist sogar nur ein Stempel gewesen, kein Grünstern hier. Nein, der letzte ist da und wir haben keine Kackze. Doch, haben wir, aber ich bin dumm. Du, nein, wieso springst du? Kann man zurück? Nein, kann man nicht. Wir können uns killen. Ja, hast du gerade gesehen, wie ich zu Rauch verschwunden bin? Ja, du bist zuerst verpufft und ich bin gefallen. Wollte ich gerade auch ansprechen. Ja. Du bist gefallen, wie im echten Leben, na Spaß. Ich bin verpufft und du bist gefallen, wie im echten Leben. Relatable Moments. So, jetzt vorsichtig. So, und jetzt nicht. Halt, warte, mach Bubble. Scheiße. Die Frage ist, kommen wir da hoch so? Ja, zur Not irgendwie Hechtsprung oder sowas. Warte, mach nicht. Nein. Ja, okay, man kommt. Okay, jetzt kann man schreien. Und warum, wenn ich panisch werde, warum geht meine Stimme dann so weit nach oben? Ich kotze es selber mega an, weil ich eigentlich eine tiefe Stimme habe. Because of the YouTube-Algorithm. Ach shit, ich wollte vorhin in dem Wasserlevel sagen, Sir, please help me, I am under the water. Aber ich habe es vergessen. Bitte helfen Sie mir. Dann sage ich es halt jetzt. Sir, please help me, I am under the water. Wo kommt das her? Internet. Okay, ja, kenne ich nicht. Also, den Spruch, das Internet kenne ich schon. Wenn ich jetzt das Wort Mai benutze, weißt du, was das ist? Ne. Warum nicht? Hast du kein Reddit? Nee. Da stand 69. Aha. Ja, was 69 ist, weiß ich. Sicher? Ja. Erklär mal. Ne. Wir wollen die Monetarisierung nicht verlieren. Digga, was für Monetarisierung? Das ist ja die Frage. Oh, sieh mal. Das will ich dann diesmal nochmal probieren. Das war letztes Mal. Ja, aber ich will es trotzdem nochmal probieren. Okay. Ja, ich muss die Musik lauter machen. Vielleicht hört man es durch mein Mikro, aber ist mir jetzt egal. Mach du den Rest. Das Ding ist... Ich bin jetzt schon zu... Egal. Ich bin da drin eigentlich gut, aber im Let's Play... Ich hab nicht mal hingehört. Nice. Ja, was soll ich sagen? Wäre eh egal, wenn dein Mikro, wenn es zu hören wäre, weil das wäre dann theoretisch synchronisiert mit dem Spielsound. Das heißt, es wird keinen großen Unterschied machen, weil der Spielsound sowieso im Video ist. Stimmt. So, sollen wir noch... 37? Ja, machen wir das Level noch. Genau, wir machen Level 37. Hin und her im Schaltertal. Oder 3 minus 7. Gibt minus 4. Was, plus 4? Minus 4, Mensch. Hör doch zu. Nein. Was dann? Wie, was dann? Nein, ich höre nicht zu. Ach so. Eine Feuerblume. Ach, warte, jetzt verstehe ich das. Die Feuerblume ist sozusagen der brennende Dornbusch. Das ist Nintendos Interpretation von der Bibel. Und Mario ist eigentlich the baby Jesus. Und, ja. Sag mal, wieso geht eigentlich die Kackmera auf dich? Ein Krötzus. Weil ich, wie wir im letzten oder vorletzten Part erfahren haben, John Wick bin. Achso, du bist John Wick, ja. Komm mal her, hier muss doch ein Pizza-Luigi sein. Okay, wait. Da unten ist das Ziel. Und meistens... Das ist das Ziel. Meistens gibt's doch bei diesen... Da oben. Da, hier. Hier. Meistens gibt's bei den Aussichtsdingern ja immer ein Pilz... ein Pilz-Luigi. Wollte ich gerade sagen und da ist er. Wir sind kommt so man kompetent wie die Zug... Oder wir sind so kompetent wie die Zugfahrer der Deutschen Bahn. Das kann man so sagen. Warte, ich will wissen, ob ich auch so da hochkomme. Was machst du eigentlich? Ja. Oh, ein Stern. Hey, warte, komm her, ich will auch was von dem Stern. Ein Stern, der meinen Namen trägt. Hey, warum ist der Riggler hier? Hä?
Stell dir vor, du gehst in so eine Waschstraße mit deinem AMG und dann kommt dieses Viech. Ja, ich würde ganz schnell wieder raus. Ja. Okay. Was war das gerade für ein Geräusch? Ja. Das war Intense Gaming. Mir fällt gerade auf. Okay, warum? Dass auf meinem zweiten Monitor bzw. Fernseher das Bild nicht komplett drauf ist. Was aber nicht an Dingens liegt, weil die Switch ist auf 100% eingestellt und das ist da drüben richtig in der Aufnahme. Das heißt, es liegt daran, dass der Fernseher wahrscheinlich wieder so ein automatisches Bildgrößenanpassungsding hat und sich denkt, nein. Ja, mein Fernseher macht das auch, wenn ich die Switch mal, wenn ich mal mit der Switch am Fernseher spiele, was selten vorkommt, aber wenn, dann ist das auch immer so. Was ich nicht verstehe, ist so, das ist ein Full HD Signal und der Fernseher hat genau diese Auflösung. Statt dass er dann einfach Full HD anzeigt, denkt er sich, nee, wir zoomen da jetzt rein. Komplett lost. Nein, Spaß. Wenn ich das auf meinen Fernseher schiebe, wie kommt das dann? So. Ey. Ich wollte da runterspringen auf die Plattform von da oben, wie so ein Styler. Ja, aber ich war halt nicht da. Halt, ich will die Kohle. Ist da die Kohle? Da ist nie ein Pizza-Luigi drin, da kann doch voll gut ein Pixel-Luigi sein. Du schwätschst gerade ganz arg leise. Ja, weil ich so weit weg vom Mikrofon bin, sorry. Es war wahrscheinlich zu laut auch noch für die Aufnahme. Nein, was machst du denn? Oh Mann. Nein. Ich glaube, du brauchst Peach, nicht ich. Genau, hey, du bist auch gestorben. Ja, aber nur weil... Herr Pokemino, was reden Sie? Sie sind auch gestorben. Tja, warte ach fuck, mal. Ich fall gerade unten weg. Los, sammeln. Sammeln Sie die Items. Oh, wenn die Blume jetzt runtergefallen wäre, dann hätte ich den Computer aber zerrissen. Hey! Du bist einfach mit der Blume runtergefallen. Ich... Mann, jetzt bin ich... Kann es sein, dass ich jetzt irgendwie... Hä, wo bin ich? Was? Hä? Warum denn? Wieso denn? Weil du nach hinten gelaufen bist. Hä, ich bin nicht mal gelaufen vor allem. Ich bin gefallen. Ja, dann nach hinten gefallen. Naja, nur weil ich gesagt habe, dass ich nicht schlecht bin. Aber wir wissen ja, alles kommt zurück im Leben, so wie ein Frisbee. Sterb jetzt ja nicht. Ah, warte, nein! Ey! Hast du es gesehen? Wie, jetzt hast du den schon wieder eingesammelt, was für ein Beschiss. Genau. Ey! Hä? Was? Ich hab nicht... Oh. der Riggler! Oh Gott! Fuck! Mann! Die Waschstraße hat uns gehickt. Als ob wir jetzt hier so ewig in dem Level festhängen. Ich gehe jetzt einfach schon mal ohne dich vor. Diesmal auch ohne Feuerblume. Ich weiß, dass du sie mir eh klauen wirst. Irgendwie, indem du mich umbringst oder so. Okay, wir machen Skiller-Move oder was? Warum geht die Kamera immer auf dich? Ja, ich glaube, dass da... Also, ich kann mir gut vorstellen, dass hier eine unsichtbare Wand ist. Warte mal, bleib du mal auf der Plattform stehen. Was? Bleib du mal auf der Plattform stehen. Ich will wissen, ob hier eine unsichtbare Wand ist. Indem ich... Ja, das bringt nichts. Stell dich mal auf die linke Seite. Hä? So. Da. Okay, mal... Also, es ist... Schöne unsichtbare Wand, man kann ja wieder zurück. Hast du da. Ja. Geilo, hä? So, und jetzt warte. Obwohl, nee, drück. An der Waschstraße. Wo ist denn der Grünstern? Hier muss da oben? Ja. Ich wusste es. Könnte man theoretisch hier runter? Wahrscheinlich, ne? Ja, das fuck, der Bubble. Stempel, gell? Ja, stimmt. Junge, als ob! Und hä, wieso konnte ich jetzt nicht in die... Egal. Ich frag besser nicht. Ist alles zu klein. Können die Waschstraßen mal da weggehen?
stirb nicht. Stirb an einem anderen Tag. Halt, halt. Das ist der geilste, zusammen mit Casino Royale, nein, der geilste James Bond Film. Scheiß. Stirb an einem anderen Tag, der geilste, zusammen mit Casino Royale. Ah. Keine Werbung an der Stelle. Eine Biene. So, schaffen wir jetzt noch ein Level in dem Part, oder? Ja, nicht unbedingt. Okay. Okay. Möchtest du abmoderieren? Dann würde ich sagen, lass das für heute. Guckt die Filme, über die wir geredet haben. Lasst uns eure Kreditkartennummer da. Und ja, bis zum nächsten schreibt Part. Schreibt in die Kommentare, ob es Kamek oder Nestle Maggi Cooper heißt. Genau, bis zum nächsten Part. Ciao. Ciao, Leute.